Alle auf den Boden! Wir wollen niemandem wehtun! Wir sind hier nur um ins. Das funktioniert beim Peter. Da hätte auch einfach nur Hure stehen können. Alter, Hure wäre mega gewesen. Privilegien. Das passt. Das ist auch gut. Da hat es mich nicht gecatcht. Tut mir leid. Es muss punchen. Kinder anzünden ist zwar lustig, aber irgendwie... Das Peter, man kann nicht so immer nur Hurensohn legen. Hurensohn! Einmal gepoppt, Hurensohn, nie mehr gestoppt. Der toll. Alter, beste Antwort das immer. Das wäre schon heißer Käse. Ja, heißer okay. Käse, einfach gepoppt. Alter, okay, Leute, meine neue Lieblingsstellung ist... Ist das doof? Meine neue Lieblingsstellung ist... Brenn! Wirklich, du suchst doch nur ein Wortkarten raus, Christian. Das ist aber schon arm. Okay, meine neue Lieblingsstellung ist Malte. Das ist die Kinderstellung. Ey, nur mal aus Interesse, Peter, ja? Bevor du die aufdeckst. Hättest du das lustig gefunden? Den kriegt man einfach mit so einem Wort, hast du Peter im Sack. Ich meine, stell dir da doch mal vor, die Sexstellung. Die geht dann, hast du das. Wir werden heute ganz viel Spaß haben mit unseren Kindern. Spaß! Brammen, Peter. Dich, da warst du sogar schon. Ich hab bei Flaggen habe ich den Spaß noch nicht gefunden, muss ich sagen. Peter war als einziger in diesem Land, glaube ich, aber es... Wie viele Keine Einwohner Ahnung. Hat dieses Keine Ahnung, Land wie viele Einwohner Stand 2018? Hat, so. In Ungarn wohnen weniger als 20 Millionen Leute. Das heißt, Peter und Bram sind leider schon mal raus. Aber... Aber es geht ja nicht um Ungarn. Geht ja um Syrien. Doch. Nein. Es geht nicht um Syrien. Das war natürlich schade. Und die richtige Antwort ist rot-weiß. Und zwar... Warte. Kommt das daher? Und damit bekommen Peter und Jay einen Punkt. Die Trick. Peter, warum lachst du? Du hast geraten. Ich wusste nicht mal, wie die Flagge aussah, ist das Beste. Nein! Oh mein Gott. Christian hat was Gefährlicheres gegessen. Ja. Löwe, hat er gesagt. Wollte Löwe oder Tiger kann nehmen? Ich habe mich für den König des Dschungels entschieden. Natürlich den Löwen. Löwe könnte auch gut sein. Okay. Ja, deswegen einfach, also, zu geil. Wir testen hier überhaupt nichts. Ich kaufe hier mein Wichtelgeschenk gerade. Ey, das ist eine richtig gute Idee. Wait, haben wir schon zugelost bekommen? Wer ja, haben ja, wir. Ja, natürlich schon lange. Lol, what the fuck? Was? Warte, no. Du kannst direkt scheißen gehen. Warum bist du unser Automobil? Ja. Das ist für Jay oder wofür ist das? Das Glücksrad. Willkommen bei Dreher am Glücksrad, um Zugang zu attraktiven Deals zu erhalten. Komm schon. Ich will Was ist das für eine Seite, Alter? Okay, wir spinnen. Das ist seriöser Content, den wir machen. Go, go, go. Oh, 20 Schlüssel. Du hast 20 Produkte freigeschaltet. Was heißt okay. das? Jetzt Keine spielen. Ahnung, die jetzt kaufen. Spielen. Packe Artikel Aber bevor in die. Oh Gott, du hast jetzt 10 Minuten Zeit. Oh Gott! Ne, schwarz. Schwarz ist schon okay. 2 Euro für Bram hier. Auf den Kopf. Als wenn das, warte mal, kannst du da nochmal drauf gehen? Das hat 211.000 Bewertungen. Kundenbewertung. 21, ja, Alter, 211, wirklich 3,8 Sterne. Okay, guck mal, Bram, das ist ein Unplug mit Schweif. Warte, Alter, aber der ist ganz schön teuer. Ja, der ist teuer. Wieso denn? Das ist doch zum Ohren. Achso, Moment. Nee, das ist nicht zum Ohren. Ja, schön mit Photoshop nochmal gezeigt. Bildlich dargestellt ist, was geht. Das ist immer da die Entscheidung. Du bist doch da. Ich verstehe das immer noch nicht. Es sind immer nur deutsche Bewertungen mit deutschen Vornamen. Ich würde sagen Orange. Christian, jetzt hinterfragt das doch also nicht. Also das hier? Ja. Man könnte meinen, okay, die sind mal, das random ist, generiert. Das müsste der sein dann, ne? Ja, ja, Orange. Nein. Okay, Peter. Ja, das schaut voll geil aus. Wie das Logo aussieht, das würde mich mal interessieren. Das Original, das sieht schon Alter. Original aus wie BMW. Ja, das ist ein bisschen weit auseinander, das BM und W, aber ja. Ist okay. Boah, Alter, braucht doch jemand eine Kamera für einen Euro? Nee, danke. Statt 452 Euro? Ey, überleg's euch. Damit, wobei, eigentlich könnte 720p. Eigentlich könnte ich damit filmen, meine Artikel. Ja, das ist voll gut. Geh mal auf Farbe wählen.
Damit mache ich mir doch alle meine Messer kaputt. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber Markus schreibt dann ja, aber Markus schreibt überall. Überall. Das, Markus hat alles gekauft. Da ist noch die Folie ist noch komplett drauf. In Folie eingepackt. Guck mal, ob du die essen kannst. da kannst du direkt einen neuen Finger oder so. Die würde ich nicht so in den Mund nehmen, ja. Das Ding, das ist schwerer als die Drohne. Alter. Und zwar um einiges. Oha. Das würde ich mir nicht um alles in der Welt in den Arsch schieben lassen. Das ist Edelstahl. Edelstahl ist das. Also, ich zieh mich mal eben um. Okay. Das siehst du jetzt an? Ja. Warum ohne ungewaschen? Nicht? Alter, der stirbt doch nicht gleich. Ich weiß, hier, Jay, weißt du, oh Gott, du hast eh schon angefangen, jetzt stirbst du. Ey, tatsächlich. Also das ist nicht ganz unbegründet. Zum Beispiel ist ja, aber du stirbst ja nicht sofort, wenn du einfach kurz in der Hand hast. Ja. Aber du hältst ja... Oh, ich wollte gerade sagen, du lässt ja aber drunter, aber ich habe mich wohl geirrt. Sepp vergiftet auch seinen linken Arm. Ich wasche sogar die Sachen, wenn ich die einfach... Sag, das hat 5% voll gerollt. Ach so! Wow! Alter! Oh Mann. Alter, die geht voll ab! Okay! Da bin ich ein bisschen erschrocken, Martin auch! Bleib mir am Arsch! Also wir empfehlen es nicht bei Wish zu bestellen, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Außer mit Drohne. Bei unserem Kram. Ja, so will ich auch nicht unbedingt. Gibt. Ja, natürlich nicht, Peter. Bei dem musst du 5000 Euro kosten, 10 Kilometer, aber damit kannst du fliegen. Ja, aber du machst halt scheiß Aufnahmen. Ja gut, wenn du im Garten oder so. Peter ist nur sauer, dass der 1000 Euro für seine Drohne ausgegeben hat. Das ist so wie mit seiner Katja. Das ist, glaube ich, die ziemlicher Rotz. Also die der Stift kann auch noch fahren. Alter! Du brauchst Bild. Beide Namen. Ich brauch beide Namen. Nee, nur einen. Wie heißen beide? Wie heißt außer die heißen gleich. Wie wird Gandalf in Gondor genannt? Ach. Der crazy Motherfucker. Gandalf. Genau. Gamma Gandalf. Keine Ahnung. Oh nein! Ich weiß es. Schreib mir mal bitte. Wer ist die Hobbit-Höhle, in der Frodo und Bilbo leben? 2, 1, Ende. Es heißt Beutelsend. Warum drückst du denn nicht? Als ob der mir das wirklich geschrieben hat. Nein, ich dir doch geschrieben. Ja, hast du auch. Das ist im nördlichen Hobbingen am Ende der Bühlstraße. Aber benutze ich dann natürlich nicht, Christian. Alles gut. Ja, das ist mir schon klar. Aber von Jay, ne? Wenn hier jemand anderen Peter geschrieben hätte und Jay, wäre schon wieder ausgeflippt. Nee, aber der fängt doch, genau, der wird doch relativ motivierend dann, oder nicht? Ja, dann werde ich als einer von ihnen sterben. Nein. Richtig motivierend. Ja, ist nah dran. Hör da, was soll das? Wer ist denn da der Bus? Ah, oh, easy. So, hier, so, nix weiter. Ach du Scheiße! Oh nein, ich hab zu viel! Nein, Jay, ist durchgeschlimmt! Du bist der Bus! Du Arsch! Na, wobei, mein du hast nicht mal eine Runde geschafft. Das ist korrekt. Schäm dich, ey. Du bist rückwärts gefahren. Ist er du? Herr Josef ist beigetreten. Nee, G-Osef ist beigetreten. G-Osef. J-Osef ist das übrigens. Yo, J-Osef. Weg die Sau. I question me yes, people always shit. Alter, ist das schlimm. Was ist das für eine Kurve? Oh, spürst du schon meinen heißen Finger? Nee, gleich richtig in dein kleines Arschloch. Penetriert! Mann, Junge! Das war ja voll die Scheiße! Jetzt ist der immer noch vor mir, ey! Und J-Osef ist jetzt dazwischen. Nee, J-Osef ist hinter mir. Jetzt hab ich dich! Da kommt, das schaffst du nicht! Da kommt einer entgegen! Ja! 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 Du Wichser! Yes! Yes! Ich im Sack. Da ist er auch. Oh, der andere ist wieder hinter dir. Nein! Aber ich komme aufs Treppchen.
Töpfchen. Ja, ich bin auf aufs Töpfchen, ja? Ja! Endlich ist er auch mal auf Töpfchen, ey. Sonst kackt er immer in den Windel. Wieso kürzt ihr alle schon ab? Oh, das schaff ich gar nicht! Ich bin nicht weit genug! Nein! Als ob ihr alle abkürzen können! Oh, so. Ach, oh mein Gott! Oh Gott! Peter! Du, ich bin sogar fast bis zum Ziel gekommen! Zu weit fliegen! Yes! Ich hab hart abgekürzt! Alter, was? Du Lappen! Als ob der so krass abkürzen kann! Als ob! Mieser Cheater, wie bist du denn dahin gekommen? Das kannst du mir doch nicht erzählen! Mann! Das ist jetzt belastend. Oh, da. Ui, guck mal, wie ich einfach mal drüber rolle! Boom, Junge! Da ist der Sieg! Ich roll da mal los, ne? Ich liebe das Rad! Es macht euch platt! Bringt Schiss. Wait, einer von euch hat geschossen? Ja. Was? Ich dachte, Sepp hat geschossen. Wer hat den geschossen? Ich hab nicht geschossen. Peter, hast du wieder mal geschossen? Oh nein! Deswegen hab ich mich erschrocken! Okay! Ball schießen! Ja, aber der rennt die ganze Zeit hinter mir her, also der schießt doch nicht. Ich seh dich. Ich komm von dem halt nicht weg. Ich seh dich die ganze Zeit auf der Map. Oh, Christian! Du musst sliden! Komm doch mal nachladen! Wo ist er hin? Christian! Gib er Gas! Nein! Nein! Du! Er bin du auf Place hier! Jay musste weg. Hin? Ich glaube, Sepp kam. Du bist zu laut, wenn du rennst. Ja, was soll ich denn machen, Mann? Ich hab Stress! Schreien, damit du nicht hörst, dass du rennst. Wo ist die Misskuh hin? Das war nicht. Da habe ich nichts gehört. Ja, gut, du bist aber auch blind. Sepp, hier, hinten. Siehst du mich? Die bewegen sich alle. Als ob. Jeder guckt ich sehe dich gerade. Ich müsste dich doch auch sehen, oder nicht? Weiß ich noch nicht, warum du mich nicht siehst. Verstehe ich auch nicht. Ich muss mal hier ganz schnell los. Oh Gott! Er ist sauer. Ja, aber er hat zum Glück nicht hinter die Tür geguckt, als er reingestürmt ist. Nee, hat er nicht. So eine Scheiße! Ja. Suchst du dir mal ein bisschen eigenes Versteck? Ah, okay. Ich geh wieder. Ich dachte nicht, dass du hier oben sitzt. Ich habe die Kontrolle. Das war ganz schön belastend. Dass du hier oben sitzt? Naja. So viel dazu, danke für den Tipp. Das war echt unpraktisch, Bram, möchte ich mal ganz kurz sagen. Das tut mir auch sehr leid, ich hab da nicht drüber nachgedacht, das tut mir echt leid. Das war ein guter Tipp.